Ja. Viele Lehrer behaupten, ja, wenn quasi das scheinbare Ich wegfällt, Wer? wenn das scheinbare Ich wegfällt, behaupten sie, Was nie da war. was nie da war, Das, was nicht da ist, fällt weg. sehen sie quasi die Realität wirklich real oder lebendiger und die Verbrennung fällt weg und. Ja, aber es ist auch nur eine Art von Art und Weise, wie man sich wahrnimmt, ohne Trennung. Ist nichts Besseres. Persönliche Wahrnehmung, wie du gerade, also Persönlichkeit und Nicht-Persönlichkeit ist, was ist. Ja, das ist nur Variation, wie das, was du bist, sich erlebt. Es erlebt sich als einer und manchmal als keiner. Und verschieden und nicht verschieden. Weil oft hat man den Eindruck, wenn man den Lehrern ist, ja, Persönlichkeit ist was Schlechtes oder Ja, muss das loswerden oder ich muss das das loswerden. hörst du von mir nicht. Für mich gibt es nichts Schlechtes oder Gutes. Es gibt Variationen, das ist alles. Es erfährt sich halt im Polaren, in verschiedenen Heiten, im Polar, hell, dunkel. Es gibt ja nur Erfahrungen im Verschiedensein. Aber damit macht es ja nicht irgendwas Schlechtes. Es ist einfach nur die Art und Weise, wie du dich erfährst. Und in dieser Verschiedenheit gibt es halt auch Getrenntheit und Einheit. Zweiheit und Einheit. Aber beides ist verschieden. Auch die Einheit ist verschieden von der Verschiedenheit. Einheit ist nicht die Zweiheit und die Zweiheit ist nicht die Einheit. Oder ist das das Gleiche? Es ist verschieden, aber wer wird dadurch verschieden? Was verändert sich dadurch? Wer hat den Vorteil in Einheit und wer hat den Nachteil in der Verschiedenheit, in der Zweiheit? Das ist halt immer die Frage. Kann das, was du bist, einen Vor- oder Nachteil haben, in dem, wie es sich erfährt? Die Frage ist, wer hat den? Oder das ist auch nur eine Erfahrung von einem, der einen Vorteil hat oder einen Nachteil hat. Aber hat das, was das erfährt, den, der einen scheinbar Vor- oder Nachteil kennt, einen Vorteil, ob der da vorne im Vorteil lebt oder im Nachteil lebt? Ja, da kommt kaum einer mit. Muss auch keiner hin. Tja. Dann kannst du das irgendwem hinterher verkaufen, das zu sein. Nee. Braucht keiner. Kannst du nicht mit hausieren gehen. Also du kannst damit sagen, hier meine Ware ist besser als deine Ware. Dann passiert das nächste, das nächste, aber du hast. Der Handlungsreise da vorne hört nicht auf, aber muss der aufhören, der ständig mit seinen Wahrheiten handelt und seinen Erfahrungen und das ganze Zeug. Tod eines Handlungsreisens, das ist das Ego-Tod. Das sind schöne Bühnenstück. Der grundsätzlich ist, macht es das Leben mehr oder weniger, egal wie es sich verhält, wie es sich lebt. Mehr nicht. Und was ist es wert zu sein? Das ist die Frage. Was wäre die Qualität von Sein? Wäre es die Qualität von Sein, dass sie einen Vor- und Nachteil braucht? Ist das die Qualität von Sein? Frage. Nur das Beste ist gut genug für dich und das Beste ist nicht zu wissen, was gut und schlecht ist. Das zu sein, was nicht besser geht, aber auch nicht schlechter geht. Dem geht es weder gut noch schlecht. Es geht nie. Es geht nicht. Kommt nicht, geht nicht. No way out, no way in. Auch nicht das Ungeborene, weil das Ungeborene zu sein ist auch wieder ein Standpunkt. Never born, never died ist auch ein Standpunkt. Was soll das sein? Wer soll das sein? Ist das dann irgendwas, was besser ist? Das, was nicht geboren ist, ist besser als das Geborene. Osho Schon wieder eine Falle. Und dann laufen sie alle rum, ich bin das Ungeborene.
wäre ich mal das Abgetriebene. Noch ein Grabstein für das Ungeborene. Jeder Fötus kriegt einen Grabstein. Ja. Das ist ja eine von unzähligen Variationen von erleuchtet ist besser als unerleuchtet. Ja, mal hau hin, hau rein. Weil was du gerade gesagt hast, ob das besser wäre als das andere. Ja. Aber es gibt das eine und das andere nicht. Das gibt es aber. Es sind nur zwei Variationen, wie Leben sich lebt. Erleuchtet und unerleuchtet. Aber wer hat was davon? Ich. Immer wieder die Antwort ist immer nur ich. Ganz einfach immer. Ich. Und den Arsch kriegst du nicht los. Also ohne diesen Referenzpunkt Ich gibt es den ganzen Scheiß nicht. Aber versuch mal etwas loszukriegen, was gar keine Existenz hat. Das ist der Wahnsinn. Ja, aus lauter Spaß und Juxerei versuchst du was abzuschaffen, was nie geschaffen wurde. Dann lesen sie alle die Diamantsrute irgendwas, dann steht da, nie ist etwas kreiert worden, nie kann etwas zerstört werden, es gibt keinen Buddha, es gibt weder einen Buddha, gibt ihn nicht und das ganze Ding. Aber dann hinterher, ja, ich will auch Buddha sein. Wäre ich doch mal Buddha. Dann hast dann hat auch ein Buddha-Feld und so und dann Shakti und dann denkt er, er kann auch andere zu Buddha machen. Dieser ganze Zirkus, ne, der dann aufkommt, wenn einer Buddha ist. Oi, oi, oi. Dann gibt's bei Papaji die letzte Minute, wo er dann im Ding und dann gibt's fünf Leute, die waren und alle haben es falsch verstanden oder richtig verstanden. Dann sagt er, wo ist der Buddha? Where is the Buddha? Dann denken sie, das ist der letzte Hinweis von Papaji, weil Buddha gibt's nicht oder Dings oder Buddha ist da und wo ist der Buddha? Nicht zu erfahren. Und dabei war es nur sein Taxifahrer. Der hieß Buddha. Er dachte mal ins Krankenhaus, wo ist der Buddha? Aber dann die Interpretation. Jetzt weiter. Und bei Ramesh, da war dann der Sanjay, meinte da, letzte Wort von Ramesh, wie lange wird das noch weitergehen? Dann machen sie auch die Dinger. How long will it go on? So, when will it end? Kann man auch dann verschieden interpretieren. Man kann ja alles immer so, wenn man ihn gern hat, dann macht man was Gutes draus, wenn man ihn nicht so gern hat, dann macht man was Schlechtes draus. Je nachdem, was man gerne hat. Ne? Wenn sein Guru mit irgendwelchen kleinen Damen ins Bett gegangen ist, dann sagen so die Glücklichen, die ihn gern haben, und die anderen sagen, das ist ein Abuse oder das ist dann Missbrauch. Für den einen ist das eine Missbrauch und das andere ist Gnade. Es ist Wahnsinn. Ne? Überall. Mache ich auch. Wenn ich wen mag, dann rede ich nicht so, rede ich mehr über ihn. Macht er Spaß. Ja.